Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Let's play together mit Abel. Mahlzeit. Und ja, da sind wir mal wieder und wir gehen jetzt mal ein bisschen Action machen. Ich habe nämlich so einen kleinen Außenposten gebaut im Norden. Gehen wir mal hin. Muss mir das mal markieren auf der Karte. Können wir den direkten Weg laufen? So, da ist der Außenposten. Ja, ist eigentlich direkt Richtung Norden. Ja, sieht schon ziemlich cool aus hier mit dem Schatten und den Sachen, die wir oben gebaut haben. Ja, auf jeden Fall. Sieht auch von außen so, wenn du mal die Richtung guckst mit dem Türmchen da oben drauf, sieht schon geil aus. Ja, und das ganze Korn, was ich da angebaut habe. Ja. Oh, was ist das denn für ein Baum? Hab ich noch gar nicht gesehen da vorne. Im Wasser drin. Ja. Ich habe den Schon. nicht dahin gepflanzt. Ja, ich auch nicht. Schon 100 Mal dran vorbeigelaufen, aber der ist mir noch nicht aufgefallen. Ja, ein kleiner Außenposten direkt an der Stadt. Ist nicht gerade lustig da. Also lustig schon, aber nicht gerade easy going. Ungefährlich. Ja, ich habe da schon 500 Patronen verballert beim letzten Mal. Wollte eigentlich mitten in der Stadt bauen, aber das war keine gute Idee. Ich echt bin ich da reingegangen. Ich denke so, ach ja, brauchst du mal so nicht ganz direkt mittendrin, sondern so ein bisschen außerhalb, aber schon auf der Straße, ne? Und dann Betonklötze nach oben gebaut. Was ist das für einer? Ja, Ein Betonklötze toter nach. Zombie. Ja, Betonklötze nach oben gebaut und habe mich dann selber auch da hochgehüpft und dann stand ich oben drauf und es kam immer mehr, immer mehr, immer, immer mehr. Und mehr, und immer mehr, und immer mehr. Und ich habe geschossen und geschossen und geschossen und es kam mehr und es kam Spucker und es kam Hunde und es kam, oh, Spucker und Hunde und Bienen und ach. Und dann bin ich irgendwann da wieder raus, habe mich dann am Rand. Oh, das ist hier zur Erde geworden? Ja, das ist aber schon, liegt schon länger da. Ja, aber das war mal so ein Blutding, ne? Das ist Erde geworden. Ja. Wir müssen mal ein bisschen mehr nördlich. Das ist die Fahne schon links vom Nord. Ja, es ist so viele Hügel da. Brechen wir uns nur die Beine, wenn wir da drüber laufen. Lieber die Straße entlang. Ach, hier geht's. Ich darf auch nicht so tief fallen, weil ich habe immer noch Beine gebrochen. Ah, ich warte hier. Ich habe ein Schwein. Bist du wieder Schwein heute? Ja, definitiv. Ja, ich kann es auch nochmal für die Zuschauer sagen. Also wer auf unserem Community-Server spielt, der hat kein Problem, sich einen Keystone, einen Landclaim-Block zu machen, denn ich habe das Rezept geändert. Oh, guck mal hier. Backpack. Ah, nur Scheiße. Und das Rezept sieht jetzt so aus. Moment, ich zeige das mal kurz. So sieht das jetzt aus. Außenrum Eisen, Barren, innen drin Concrete und in der Mitte noch eine Eisenwall. Und ja, Bauzeit ohne, also wenn es normal ist, so wie jetzt hier eingestellt, 2 Minuten 30. Habe ich mir gedacht, als Ausgleich dafür, dass man jetzt, also das Kein Dingens, Tungsten da das, ist. ja, da Tungsten, das findet man nicht mehr und vorher hat man ja das schon selten gefunden, sag ich mal, und musste schon einiges an Zeit investieren, um da dran zu kommen, habe ich mir gedacht, da muss das schon nicht so einfach sein, das Rezept, und habe dann gedacht, boah, das ist ganz gut, jede Menge Eisen geht dabei drauf und halt die 2,5 Minuten Bauzeit. Jetzt Wobei laufen wir man gleich. vorher auch Tungsten wenigstens als Pokale gekriegt hat durch die Gegner. Ja, jetzt kriegst Wenn du es ja gar draußen nichts Wetter mehr. ist. So, wir sind schon gleich da. Ich kann es schon riechen. Ach, guck mal, da ist schon. Ich kann es sogar schon sehen. Sind noch die ganzen Leichen hier. Dauert nicht lange, da kommen sie wieder alle. Oh, Level up.
GZ. Und durchs Munition bauen. Schade, ich brauche immer nur drei Schläge für den Stein. So, jetzt habe ich mir jede Menge schöne Sachen mitgenommen. Ach, hast du hier dran gebaut? Ja, ich habe hier einfach, ich musste hier schnell irgendwas herzaubern und habe gedacht, komm, baust du hier dran. Den Moment nutzen, wo es hier so ruhig ist und erstmal ein bisschen Fußboden reinmachen. Hast ja schon ein bisschen was gesammelt hier. Ja, so ein bisschen. Ich habe aber nicht alles looten können. Da waren so viele von den dicken Polizisten, die hätten bestimmt noch was dabei gehabt. Ich habe aber die meisten von den Polizisten looten können. Also bin ich dann extra alle abgeschossen und habe dann nur die gelootet. Machen wir das alles mal in hübsch hier. Ist nämlich das Material ausgegangen zum Verlegen hier. Was brauchst du denn für Material? Für die Flagstones brauchst du eigentlich nur Steine. Aus einem Zement und ich glaube 9 kleine Steine. Aber ich habe noch jetzt mittlerweile wieder welche dabei, weil ich habe mir ja welche geholt. Die habe ich jetzt alle mit. Also, das reicht noch. Ach, zwei Aufgänge hier. Ja, Sicherheit, zwei Aufgänge. Alle mit der Zombie-Sicherheit. Ah, sieht doch ganz schick aus. Ja. Genau dabei. Ich sehe einen Hund. Oh, ein toter Hund. Was habe ich denn jetzt da gebaut hier? Noch ein Stein, den kann ich nicht aufheben. Na, ja, ich höre sie hier schon. Ja, das ist, wenn die einmal kommen, dann kommen sie auch. Dann geht's hier rund. Ich kriege hier halbwegs den Fußboden rein. So. Ich sehe sie schon, da hinten kommen sie auch schon. Ja, und schon wieder voll. Erstmal wieder zurück. Oh, Kotzer.
Brauchst Hilfe? Nö, ging. War nur gerade am Looten. Oh ja, da kommt schon die ganze Armee an. Müssen ihre Wände wieder reparieren hier, die haben wir schon dazu mal. Mach ich denn hier? Mensch, jetzt komme ich die Leiter nicht hoch. Mein Charakter ist irgendwie dicker geworden. Da kommt die Leiter nicht mehr hoch. Was? Zu viel gefuttert. Hast zu Ja, viel wahrscheinlich. Wellness. Andere geht. Jetzt muss ja auch erstmal was loswerden hier. Ich glaube, erstmal alles hier rein sortieren kann man ja mal später noch, ne? Ja. Ist ja irgendwie witzig mit der Sniper. Die schießt sich etwas anders. Vorsicht, da kommt einer hoch vom Fluss. Schießt sich etwas anders als vorher. Ach, schon wieder voll. Kommt noch eine Biene runter, zack. Und wieder zurück entleeren. Ja, das geht hier ratzfatz. Oh ja, einfach mal über die Straße drüber. Scheißegal, ne? Hauptsache sieht gut aus. Na, Hauptsache ist sicher. Das auch.
So einmal Inventar öffnen, dann lädt es wieder erstmal. Aha. Eine ganze Munition drin. Ah, ich sehe, du hast ja auch schon ein paar Waffenteile gesammelt. Ich werde mal die Ja. Sachen, Teile zerstören und wegschmeißen, die qualitativ unwichtig sind. Also Grün sammle ich noch, Jo. also alles andere kommt weg. Brauchen wir eh nicht. Mach das. Verbraucht nur Platz. Das stimmt. Ich brich mir das Ganze nicht wieder zusammen hier, wenn die Wand nicht so weit ist. Ich mach mal lieber zur Sicherheit die Wandstärke 2. Nicht so wie bei unserem Haus, da habe ich ja auch oben da gedacht, okay, ich habe hier nur die Stützpfeiler gehabt und oben gedacht, ich setze eine Decke rein, auf einmal ist mir das ganze Ding zusammengebrochen. Muss ja nicht sein. Nee, dann mache ich lieber mal so eine zweite Schicht hier auf der Außenwand, dann dürfte es eigentlich halten. Also zwischen den Stützpfeilern. Sieht auch cool aus jetzt hier. Nochmal zwei Cops erledigt. Sehr gut. Vorsicht, noch ein kurzer. Erledigt. Erstmal die Biene hier erledigen. Shotgun. Oh, Hund. Erledigt.
Komische Vogeln, das stört mich aber hier. Also scheiße, dass man so im Wasser so langsam ist. So, da habe ich meine Flagstones alle weggebrutzelt. So, jetzt muss ich mal langsam hier irgendwie ein bisschen Decke machen, wa? Drecksköter, ich treffe den nicht. Yay, Level 34, ich habe den Bullen erschossen. Gezählt. Ist aber nichts Gutes dabei. Im Fluss war einer, auch erschossen. So, ich habe alles meines Zeugs verbaut hier, dann komme ich doch mal rüber. Ich komme auch wieder rüber. Bin wieder voll. Oh, der Kotzer baut ein bisschen Steine für mich ab. So ein stabiler Busch, da habe ich doch in den Busch geschossen. Ist nicht kaputt gegangen. Da eigentlich auf den Zombie schießen.
Busch getroffen, der dazwischen war. Wow, Hund. Sollte ich die so lange auf dem Asphalt kotzen lassen, bis ich Asphalt kriege? Ja, ich glaube, das könnte ein bisschen dauern. Manchmal ein bisschen schwierig, die Viecher zu looten hier. Manchmal? Manchmal, aber nur manchmal. Ich heb mal nebenbei noch so auf, was hier rumliegt. Die liegt aber hübsch hier. Verbrannte, der hat mal wieder nichts dabei. Der Bullet, den ich gerade aufgehoben habe, der hatte auch nur verkorenes Essen dabei. Ah, oh Mist, bin voll. Shit. Oh, Hund. Roter Hund. Irgendwo rennt ein Unsichtbarer rum. Oh ja, dem bin ich auch begegnet. Dem bin ich auch schon begegnet. Der hat mich auch schon geschlagen. Dann habe ich geschossen in die Luft, ich habe nichts getroffen. Unter anderem auch ein Grund, warum ich da aus dem Gebiet abhauen musste. Weil den konnte ich nicht erschießen. Nicht? Nee. Der war hartnäckig. Wir haben keiner Stadt gebaut, unserer Hauptbasis. Was sagst du? Zum Glück haben wir unsere Hauptbasis nicht auf in der Stadt gebaut oder an der Stadt. Ja, definitiv. Das wäre übel geworden. Also als Rückzugspunkt sollte man auf jeden Fall was haben, was weiter weg ist. Schon alleine Kiste nur mit Fett oder so. Mal ein paar Kisten aufstellen, wa? Jep, ich hatte auch gerade schon ein paar Kisten weiter aufgestellt. Wo ist denn der Bello hier?
Ein Möter, ein Drecksköter. Ja, da hatte ich den in den Kopf geschossen. An der oberen Kiste hier hatte ich meine ganzen Sachen reingepackt, die ich noch dabei hatte. Ja, ich habe auch noch ein bisschen Munition mit oben reingepackt, die ich dabei hatte, damit ich nicht alles mit rumschleppen muss hier. Können ja die Wände aus Kisten machen. Ja, und dann kommt ein Spucker und macht uns alle kaputt. Nein, nicht die Außenwände. Die Innenwand hier. Hier kommt auf jeden Fall noch eine Kiste hin, hier drunter. Noch mal eine dahin. Zwei Beaker. Sind die Hunde auch nicht? Ja, ich würde sagen, wir sind auch hier am Ende einer Folge und deswegen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt 7 Days to Die mit Abel. Ciao. Tschüss.